Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hot Online Farm 2020 mit mir, dem Kellerkind. So, es wird schön gepresst, gemäht ist durch, geschwadert auch. Jetzt würde ich gerne mal schauen, ob du auch automatisch pressen tust. Aber ich werde dich erstmal zu der Linie hinfahren. Sonst liegen da bestimmt einige Ballen im Weg. Ob du hier auch die Ballen aufnimmst, was ich bezweifle, weil die nicht immer passend liegen. Wir müssen vielleicht auch einen Versatz nehmen. Wohin fährt er denn? Ach, er nimmt die Linie auch als Linie an. Okay, dann bräuchten wir eigentlich gar keinen Versatz eingeben. Gut, dass wir drei Folgebänder gemacht haben, für die er hier wendet. Nur den ersten hat er schon gekriegt. Aber der liegt schon wieder quer. Dann hat er sich dann doch noch geholt. Ich will jetzt aufpassen, ob die Ballenpresse hier vorbeikommt gleich. Der liegt auch nicht so toll, wird wieder quer gezogen, aber der passt jetzt besser. Ja, weil die Ballen teilweise sehr komisch abgelegt werden. Vielleicht schiebt er den sogar richtig. Ja. Aber er nimmt den auf. Aber jetzt liegen wahrscheinlich die Ballen da im Weg. Vielleicht nimmt er gleich den. Nein, leider nicht. Oder? Ach doch. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir den doch einfach mal fahren. Und lass uns mal angenehm überraschen. So, du bist am Hof. Wir können mal schauen, der Dinkelkurs ist der... Ne, falsche. Hält ein bisschen, aber ich glaube, einmal können wir noch verkaufen. Ups.
17. Abmarsch. Komm, wir fahren dich dahin, wo du her möchtest. Oh, hier sieht man die Schlammlöcher. Das ging aber jetzt. Obwohl ja schon eine ganze Zeit Regen dran ist. So. Ich hoffe, wir bleiben nirgendwo stecken. So, und dich hätte ich zum Hafen gefahren, weil ich gerne mit dir die Ballen wegbringen würde. Sehen, ob der Ballenwickler noch zu Gange ist. Wo ist? Kann ich hier nämlich auch schon mal ein paar Ballen wegnehmen. Scheint eigentlich sehr gut zu funktionieren jetzt. Er hat auf jeden Fall schon zwei Reihen fertig. Gut, das dauert natürlich. Wir nehmen jetzt auch mal beide Reihen weg. Noch vier Ballen. Dann haben wir die erste Ladung schon. Wie viel Prozent? 20%. 20% ist, glaube ich, nur das Mähen. Weil ich glaube, ich bei dem letzten ja, springt ein bisschen, aber sammelt die dann doch noch auf. So, du bist erstmal fertig. Entlassen. Löschen. Wahrscheinlich auch komplett leer gemacht, kann das sein? Ja. Wir haben ja hier noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Ballen zusammen. Vielleicht nicht jetzt. Aber wenn wir...
Oh, der hat jetzt sogar super gepasst. Bist schon wieder am Haken. Dann könnten wir auch sagen, lad selber ab. Und wir kriegen hier die letzten drei Ballen. Lassen wir seine Bahn ziehen und dann werden wir hinterher die, die ja wirklich nicht. Wir sollten aber mal den hochklappen, genau. So, wir müssen dahin, wo. Es blinkt. Also hoch zum Kreisverkehr. Wir haben wieder 7000 Euro gekriegt für Dinkelverkauf. Machen wir mal Licht an. Müssen wir auch vorsichtig sein. Hier gibt es Blitze. Aber wir müssen ausholen, sonst kommen wir hier gar nicht rum. Dem Gespann. Wenn man das hier sieht. Ich glaube, hier standen Blitzer, ne? An dem Bolzplatz. Genau. Ob er blitzt. So, wo muss ich denn hier abliefern? Da hinten. Wie heißt der Landwirt Bauer? Markierung setzen. Glaube ich. Ja, doch. Können hier mal auf den Kurs einfahren. So. Kriegen wir den hier abgestellt. Die scheint hoch genug zu sein. Wer ist der Bauer? Landwirt Bauer. Ja, hier klappt es super. Frage. Ich glaube, ich ziehe sofort rum.
Komm, mach uns die Punkte. Aufheben. Dann schau mal, dass du nach 85 kommst. Wird auf jeden Fall grün. So, du bist am Wickeln. Okay. Welche Bahn fährst du jetzt? Ist mir jetzt nicht so klar. Den da oben. Du kannst wieder zurück. Stehen geblieben. Warum? Weißt du selbst nicht. Vielleicht wegen dem Blitzer? Ja, das habe ich momentan auch ab und an, dass die einfach mal stehen bleiben. Dann sollte ich jetzt hier aber nicht beim... Weil sonst kriege ich nämlich auch ein Strafmandat, aber wenn ich nicht drin sitze oder nicht mitfahre, dann bekomme ich auch kein Strafmandat. Den hat er jetzt so weit verschoben. Der würde wieder 100 pro passen. Hier sind wir auch schon wieder zurück. Wir hatten ja 20% nur beim Mähen. Jetzt haben wir 24% dazu bekommen. Wenn wir hier mal die nächsten einsammeln. Und wir hoffen mal, dass wir einige noch für unseren Hof bekommen. Acht haben wir schon wieder drauf.
Der scheint aber Schwierigkeiten zu haben jetzt. Nehmen wir die noch zusammen. 19. Ne, kriegen wir leider nicht mehr. Dann schauen wir mal da vorbei. Einer fehlt nämlich. Sonst hätte ich den erst zum Bauer geschickt. Wohin möchtest du denn jetzt? Hat auch hier die Ballen total verschoben. Die wir wahrscheinlich eh dann selber wickeln müssen. Überhaupt noch mal auf eine Linie kommt. Ich damit, oder? Ja. Wir waren uns ja, oder ich war mir ja sicher, dass wir nicht dass er nicht alle Ballen wickelt, weil er verschiebt auch zwischendurch dann mal einen Ballen, freie Wände oder so. Dann liegt der ganz verkehrt. So, wir sind voll. Dann lass den doch mal, wenn wir den hier auf die Straße schicken, mal zum Bauer fahren. Da hast du wieder einen. Super. Ja. Komischerweise ist vielleicht hier auch ein Blitzer gewesen, oder? Nee. Wir fahren mal ein Stückchen weg und setzen dann wieder an. Ja, und du hast noch ein Stückchen. Wir schauen dem mal hier über die Schulter. Oder wir können quasi uns den hier schnappen. Jetzt erstmal. Wir holen uns nochmal das Mähwerk. Und schauen mal, dass wir vielleicht noch ein bisschen an den Seiten weg gemäht bekommen. Dass wir vielleicht ein, zwei Ballen noch zusätzlich. Hier vielleicht dran, an der Mauer dran vorbei. Müssten wir eigentlich doch passen. Das gehört doch bestimmt noch zu dem Bereich.
gehört hier noch dazu? Gehört das hier noch komplett dazu? So viel jetzt doch nicht. Bahn noch dran langs. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber hier können wir eigentlich nichts nehmen an dieser Seite. Können wir den auch hochnehmen. Da liegt ein Ball direkt vor ihm. Bleibt mal so stehen. Nimmst du den jetzt auch mit? Super. Wieder ein Ball mehr. Ich wollte hier vorne mal ansetzen. Vielleicht noch mal dran vorbeigehen können. Hier können wir bestimmt auch bis zum Weg gehen. Hier oben ist auch noch eine Fläche. Setzen wir hier mal neu an. Gucken, wie viele Bahnen wir da noch nehmen können. Dann ist wieder reserviert, dann müssen wir einen Ticken rüber. Lässt er uns nicht. Auch schon wieder am Meckern. Können wir hier wenigstens den Streifen noch nehmen? Nee, lässt er uns jetzt auch nicht. Oder ganz unterschiedlich. Ab und zu Meter. Und nicht gut. Aber den einen Streifen hat er uns wenigstens machen lassen. Können wir hier vielleicht auch gerade durchziehen. So. Dann holen wir uns mal den Schwader. Den habe ich hier vorne abgestellt. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Aber noch machen wir einmal zum Bauer. Wo ist er?
Der ist gar nicht dahin gekommen. Ja, dann in der nächsten. Ja, wegen dem Blitzer, schätze ich mal. Vielleicht, wenn die aktiv sind, fahren die nicht mehr dran vorbei. Kann euch das nicht sagen. Aber komm, die Minute, die können wir jetzt auch noch dabei bleiben. Das Schöne bei der Abladestelle ist halt, dass wir den ausfahren können und dann werden die Ballen gleich angenommen. Ein schöner Hof. Schön versteckt. Hätte man sich auch nehmen können, wenn es den gegeben hätte. Aber irgendwie kommt mir der Hof bekannt vor. Also, ich meine, im LS17 gab es eine Karte, da sah der Hof so ähnlich aus. So, wir laden mal ab. Fangen wir noch einen Ticken vor. So, liebe Freunde, das war es jetzt auch wirklich. Ich werde den Auftrag noch so weit zu Ende machen, bis wir dann die letzten Ballen hoffentlich zum Hof fahren. Und dich schicke ich jetzt erstmal wieder zum Feld 58. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.